Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Balloons Tower Defense 5. Und wir wollten die nächste Runde starten. Oh, da kommen auch schon die Bleiballons. Dafür ist nämlich die Kanone da, Leute. Weil die müssen die Bleiballons kaputt machen, damit die ganz normalen Affen die töten können. Genau. War es das schon mit der Runde? Oh, da ging ja schnell. Was ist das denn hier? Klebstoffstütze, was machen die denn? Weiß ich gerade auch nicht, aber ganz ehrlich, wir können unsere Affen noch verbessern. Den da auch noch, den Affen da. Ja, das geht nicht. Okay, wir haben kein Geld. Oh, nächste Runde haben wir wieder Geld. Okay. Ich weiß nicht ganz genau, was der Klebstoffschütze macht, aber ganz ehrlich, setzen wir einfach mal hier hin. Ich meine, wir haben es ja gerade. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass er dich irgendwie einkleistert oder irgendwie so. Kurz gucken, ob wir noch Affen verbessern können. Nee, ich glaube nicht. Nee, das geht nicht. Den hätten wir verbessern können, aber dafür haben wir nicht mehr das Geld. Mein Gott, ich verspreche mich hier schon. Jetzt können wir ihn verbessern. Und nächste Runde. Genau, der habe ich gerade gesehen. Der verklebt die, damit werden die langsamer. Und der eist und der vereist die, damit werden die auch langsamer. Und wir haben explodierende Ananases bekommen. Okay. Die können wir direkt. Achso, die können wir wie die Nägel auf der Straße platzieren. Dann explodieren die nach 3 Sekunden. Alles klar. Ja. Ich glaube, da machen wir mal sofort den Ananas hier, um euch das mal hier zu zeigen. Ich weiß nicht, ob die überhaupt bis zu Ananas kommen, wisst ihr. Das ist schon dämlich von mir. Okay, ja, das war jetzt Fail, aber ist egal. Okay, ihr habt es gesehen, vielleicht auch nicht. Ich habe es nicht gesehen, ganz schnell. Guck mal, wir sehen auch, unser Geld steigt und steigt, ja. Und wir können unseren Eisturm verbessern. Ich glaube, das machen wir auch mal, weil ich finde das schon echt geil, so am Anfang. Das Teil können wir gerade nicht verbessern. Aber wir können auch einen Scharfschützen bauen. Ich finde, Scharfschützen sind immer eine gute Idee. Und Waldschutz und mit dem geilen anderen Viech ausstatten. Ja, und dann machen wir weiter. Was sind das denn für Ballons? Ach, das sind diese Tarnballons, oder? Ja, das gibt's schon. Aber ich weiß nicht, wir können ja nochmal so einen Linieaffen machen. Weiß ich, ob das so eine gute Idee ist, weil da, aber ich habe noch keinen Ballon gesehen, der bis dahin gekommen ist. Ah, komm der? Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist ein Bumerangteil. Das ist ein Bumerangteil, den ich habe. Freibeuteraffe schießt einen schweren Pfeil, der allein bis zu 5 Ballons platzen lassen kann. Nur im Wasser verfügbar. Ja, da hier kein Wasser ist, ist das glaube ich irrelevant. Okay, ich glaube, wir haben nur das Upgrade für unseren Scharfschützen gekriegt. 0,50. Ja, keine Ahnung, was der dadurch macht. Da können wir gleich herausfinden, indem wir einfach mal einen bauen, aber dafür müssen wir sparen und ich glaube, dann machen wir es auch einfach. Läuft ja gerade alles. Ah, jetzt kommen da so Regenbogenballons. Ich glaube,
Aus den Regenbogenballons kommen nochmal Ballons, wenn ich mich nicht ganz irre, 6 oder 7 Stück rote Ballons, ganz normale, einfache Ballons, irgendwie so. Ja. Dann haben wir noch Ninja-Disziplin gekriegt. Und noch ein. Woho, wir werden jetzt aber zugedonnert mit Upgrades hier, ne? Reicht jetzt mal. Hüte dich vor Runde 42. Ja, wir werden uns hüten mit der Ninja-Disziplin, die wir erstmal holen. Jetzt hat er so einen richtig geilen weißen Anzug. Und ja, ich weiß nicht, ist es sinnvoll jetzt auf den Scharfschützen zu warten? Okay. Ja, dann warten. Ich schätze mal. Ja. Ja, komm, wir warten einfach mal drauf, dass wir den Scharfschützen upgraden können. Und ja. Ja, dann machen wir das. Ja, ich sehe gerade, wir können den Scharfschützenzug upgraden. Ja, ich würde sagen, machen wir das. Jetzt hat er so eine geile lila Kippi. Ja, sieht voll Porno aus. Was anderes können wir jetzt gerade nicht upgraden. Ich weiß gar nicht, verfallen die Nägel eigentlich nach der Zeit auf der Straße? Okay. Ich weiß nicht, können wir ja einfach mal ausprobieren. Einfach mal so ein Nägelpaket hier hinsetzen und gucken, ob das irgendwann weggeht. Ja. Mach mal einfach mal weiter. So schlecht war es doch jetzt gar nicht, dass wir die Nägel da platziert haben. Da haben die wenigstens die geilen Ballons da abgehalten. Ich sehe gerade, wir können unsere Kanone und unseren Scharfschützen nochmal upgraden. Ja, ich würde sagen, wir upgraden unseren Scharfschützen gleich nochmal, ne? Ach, mit dem Nachtsichtgerät. Unsere Kanone können wir auch upgraden. Größere Bomben. Ja, komm, ist doch wohl klar. Da geht aber schon ordentlich die Falle ab jetzt. Oh. Oh, 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 oh. Und da sind die ersten Ballons durchgekommen. Ja. Wir haben nur noch 196 Leben. Ja. 4 weniger als davor. Das heißt, Leute, Verteidigung. Aufbauen. Ich glaube auch, wir bauen noch mal so ein geiles Teil hier hin, weil da ist eigentlich so die Mitte von allem. Ja, machen wir das mal aus. Und so einen geilen rotierenden Affen bauen wir auch noch mal hier hin. Wisst ihr, was ich meine? So einen Boomerang bauen wir auch aus. So, den können wir auch noch ausbauen. Und den hier auch noch. Und dann würde ich sagen, es sind schon wieder Ballons durchgekommen. Aber ich sehe gerade, ja, wir können ein Flugzeug bauen. Nur die Frage, wohin bauen wir das Flugzeug? Ja, ich schätze mal hier so in die Mitte. Ja, das passt schon. Hier so hin. Ja, das mache ich. Das mache ich einfach mal hier. Okay. Das Flugzeug können wir jetzt auch noch upgraden. Ja, aber dazu haben wir jetzt gerade nicht das Geld. Wir haben das Geld dazu, irgendwelche Nagelkatapulte hier zu machen. Was hoffentlich gut ist. Ja, ich schätze mal, dass das gut ist, sonst wird das nicht angezeigt werden. Und Dauerfrost können wir auch nochmal machen. Ja, und dann next round. Keramikballons sind aus
Hornerde und sind erst nach 10 Treffern zerstört. Sie haben 2 Regenbogenballons in sich. Das heißt, ja, der ist erstmal schwer zu zerstören. Und dann hat der noch, ja, 12 Ballons in sich. Das müsst ihr euch mal vorstellen, Leute. Ja. Da müssen wir erstmal überleben. Ja, aber no problem. Ich sehe gerade, wir haben ein neues Upgrade für unseren Scharfschützen, dass der Keramikballons mit einem Schuss zerstören kann, ja. Das machen wir auch sofort. Aber ich wollte mal kurz gucken, ob ich hier irgendwas verbessern kann. Den kann ich noch verbessern, zum Beispiel. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ich glaube, ich baue nämlich hier noch. Ja, hier. Hier baue ich noch so ein Boomerang-Teil hin. Upgrade den. Ja, und dann weiter. Okay, wir haben jetzt einen Superaffen gekriegt. Wir Pfeile, die Blumen schnell dahin schmelzen lassen. Okay. Und noch ein Upgrade für unseren Nice Reißender Gewerfer und ein Upgrade für unseren Ninja-Affen. Okay. Ja, ich schätze mal, das ist gut, das Upgrade für den Ninja-Affen, deswegen machen wir einfach mal. Auch gut sein. Jetzt bauen wir erstmal unser Teil hier aus. Ich weiß nicht, wofür ist denn eigentlich Nachtsicht? Achso, hier können wir oben auf Info klicken. Nee, wollten wir jetzt nicht. Nein. Wollten wir das gar nicht. Möglich im Scharfschützen Tarnballons zu entwickeln und abzuschießen. Ja, das ist ja eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee. Haben wir jetzt eigentlich nichts falsch gemacht. Trotzdem würde ich ja gerne nochmal so ein Teil hier hinbauen, weil sicher ist sicher. Und ja, dann machen wir einfach mal nächstes Mal. Und, falls ich gerade. Wir können ja noch Nägel hinmachen, ja? Nägel hinmachen ist immer eine gute Idee. Ja, guck mal, da haben wir uns die Nägel auch schon mal gerettet, sozusagen. Okay, jetzt können wir das nochmal so machen. Und wir können noch, ich weiß nicht, können wir jetzt schon, nein, wir können noch nicht unter 50 upgraden. Aber wir können nochmal einen Ninja-Affen machen. Wohin? Ja, ich glaube, wir setzen einfach mal dahin. Geldmünze upgraden haben wir jetzt leider nicht mehr. Und das ist doch gar nicht so schlimm. Mach einfach nochmal Nägel. Ja, Nägel sind doch immer schön. Wurfpfeilaffe, ja, okay. Na, jetzt haben wir noch ein paar Upgrades gekriegt und so alles. Den Ninja-Affen, den wir gerade gebaut haben, den können wir jetzt aber auch ausbauen. Zu so einem geilen schwarzen Ninja-Affen. Ich weiß nicht, ob ich es sinnvoll wäre, noch eine Kanone zu bauen. Ja, ich glaube schon. Die bauen wir einfach mal hier. Hier. Da. Die bauen wir hier. Ich glaube, da macht ihr die meiste Effizienz. Die können wir auch sofort wieder ausbauen. Extra Reichweite haben wir jetzt leider nur gekriegt, aber das macht gar nichts. Ich glaube, so Affen, mit denen sind wir jetzt fertig, ne? Aber Nägel können wir immer platzieren. Ja, ganz wichtig.
Und wir können unser geiles zweites, erstes Weltkriegsflugzeug ausbauen. Und zwar zum. Ja, und zwar mit geileren Pfeilen. Und wir können unsere Kanonen, die wir gerade neu gebaut haben, können wir jetzt schon wieder upgraden. Und Nägel können wir auch noch hinsetzen. Ja, ich glaube, das war's für die Runde. Ja, das war's für die Runde. Also, accept and go. Doch jetzt wirklich ordentlich Geld in der Runde. Muss man einfach mal so sagen. Und wir haben neues Upgrade für den Boomerang und für die Kanone gekriegt. Neues Upgrade für den Boomerang ist natürlich sehr geil. Ich glaube, den haben wir gerade nie gebaut, deswegen können wir den so oft upgraden. Ja, das war's auch schon. Aber die Kanone können wir nochmal upgraden und das machen wir auch. Das lassen wir uns nicht zweimal sagen. Neuen Scharfschützen können wir auch mal machen, ist bestimmt auch niemals eine schlechte Idee. Ja, Nägel können wir auch machen. Also, komm fort. Bloons der Mope-Klasse. Mopes, BFBs und 20 MGs erfordern hunderte von Treffern, bis sie platzen. Glücklicherweise bewegen sie sich meistens ziemlich langsam. Wenn einer von ihnen durchkommt, heißt es Game Over. Okay, das klingt jetzt eigentlich nicht so geil, aber ich schätze, wir werden den Platz kriegen, weil... Oh. Okay. Das darf man jetzt aber eigentlich nicht überschätzen, weil... War schon krass. Fast Ballons nicht gekommen. Also, das war echt knapp. Aber jetzt haben wir wieder ein bisschen Money gekriegt. Das heißt, wir können wieder Nägel machen. Ja. Oh, cool. Achso, ich kann mehrere Nägel platzieren. Achso. Sagt mir auch gar keiner. Ja. Dann können wir unseren Scharfschützen nochmal upgraden. Mit 80 Gerät. Dann können wir auch nochmal 80 Gerät geben. Dazu schnell sicher. Ja, machen wir nächste Runde. Ja. Und leider ist diese Folge jetzt vorbei. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten würdest. Wenn wir wissen, was wir mit unseren 3000 anfangen sollen. Ja? Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao.